Herzlich willkommen beim Videozyklus zum Thema Differenzenquotient, Differentialquotient. Kurz AN12, AN13. Mein Name ist Petra Mitlöner und ich möchte für euch das Wichtigste aus dieser Grundkompetenz noch einmal zusammenfassen. Was erwartet euch in diesem Video? Zunächst wollen wir ausgehend vom Differenzenquotienten, den wir bereits aus einem der letzten Videos kennen, eine zweite Schreibweise ansehen. Anschließend lege ich mit euch den Weg vom Differenzenquotienten zum Differentialquotienten zurück. Einmal in geometrischer Sicht, Stichwort von der Sekante zur Tangente, dann im physikalischen Kontext, Stichwort von der mittleren Geschwindigkeit zur Momentangeschwindigkeit. Am Schluss gibt es noch einige Tipps zur Kontextinterpretation und eine Gegenüberstellung. Beginnen wir mit dem Differenzenquotienten. Der Ausdruck ist uns vertraut. Wir wissen, dass er die Antwort auf die Frage ist, um wie viel hat sich der Funktionswert im Intervall AB im Schnitt pro Einheit verändert. Wenn wir nun die Abbildung, die hier eingeblendet ist, ansehen und die Wegstrecke H betrachten, die erste Stelle mit X bezeichnen, so wird die zweite Stelle hier als X plus H bezeichnet. Das heißt, ich beschrifte die zweite Stelle ausgehend von meiner ersten Stelle. X, X plus H. Dementsprechend ist auch die Differenz der Funktionswerte f von X plus H minus f von X. Und mein Differenzenquotient sieht so aus. F von X plus H minus f von X durch H. Beide Ausdrücke bedeuten dasselbe. Nur in diesem Fall wird die zweite Stelle von der ersten Stelle aus beschriftet. Das ist für das weitere Verständnis hilfreich. Was bedeutet nun der Differenzenquotient in geometrischer Hinsicht? Blicken wir uns die Endpunkte des Intervalls A, B an. So haben wir hier eine Gerade vor uns und die Steigung dieser Geraden, die wir auch Sekante nennen, ist der Differenzenquotient im Intervall AB. Die durchschnittliche Veränderung der Funktionswerte im Intervall AB. Also der Differenzenquotient ist die Steigung der Sekante. Was bedeutet das im physikalischen Kontext? Nehmen wir das Beispiel einer Zeitwegfunktion. Wenn wir auf der x-Achse die Zeit in Sekunden abtragen, auf der y-Achse den zurückgelegten Weg in Meter, so erhalten wir mit dem Differenzenquotienten die mittlere Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Das ist nichts anderes als die mittlere Wegänderung pro Sekunde. Das heißt, die mittlere Geschwindigkeit ist der Differenzenquotient. Kommen wir nun zum Differentialquotienten. Der Differentialquotient ist die momentane Änderungsrate an einer bestimmten Stelle. Umgangssprachlich formuliert wollen wir wissen, wie stark sich die Funktion an einer bestimmten Stelle ändert. Dazu verkleinern wir das Intervall und wir sehen, was dann passiert. Die Sekantensteigung nähert sich immer weiter der Steigung einer Grenzgeraden an, die wir Tangente nennen. Theoretisch nähern wir uns unendlich nahe dieser Stelle an und wir erhalten mit dem Differentialquotienten die Steigung der Tangente an dieser Stelle. Man sieht das auch an der Schreibweise Limes. Der Grenzbereich für b nach a, f von b minus f von a durch b minus a, ist der Differentialquotient an der Stelle a oder die Steigung der Tangente. Bei der anderen Schreibweise, Limes für h nach 0, das h geht nach 0, weil er die Änderung ausgehend von der ersten Stelle beliebig klein wird, f von x plus h minus f von x durch h, ist der Differentialquotient an der Stelle x.
und natürlich auch wieder die Steigung der Tangente. Mit derselben Überlegung wie bei der Tangente lässt sich jetzt auch die Zeitfunktion, die Zeitwegfunktion dahingehend interpretieren, dass wir sagen, wir erhalten die momentane Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir das Intervall verkleinern und das Zeitintervall, in dem wir die mittlere Geschwindigkeit wählen, sehr, sehr klein machen. Das heißt, aus der mittleren Geschwindigkeit wird die momentane Geschwindigkeit. Das ist der Differentialquotient an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir halten fest, wir haben es in beiden Fällen mit Änderungsraten zu tun. Der Differenzenquotient ist die mittlere Änderungsrate, der Differentialquotient ist die momentane Änderungsrate. Geometrisch bedeutet der Differenzenquotient die Steigung der Sekante, der Differentialquotient ist die Steigung der Tangente. Und im physikalischen Kontext, das einfachste Beispiel, mit dem Differenzenquotient erhalte ich die mittlere Geschwindigkeit, mit dem Differentialquotienten erhalte ich die momentane Geschwindigkeit zu einem Zeitpunkt. Wichtig zur Kontextinterpretation, wir haben es mit Raten zu tun. Das heißt, wir untersuchen die Veränderung der Funktionswerte zur Veränderung der Argumente. Auch die Tangente wird pro Einheit gemessen. Das heißt, es sind Meter pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde, wie auch immer die Einheit dann bei der Matura gewählt ist. Ich hoffe, damit ist euch einiges klarer geworden.